Also ich schätze mal, wir liegen für die Woche bei 250.000 bis 300.000 Euro. Wir fahren beim Gumball 3000 mit, von Schottland bis nach Montenegro, die wohl verrückteste Autorallye der Welt. Wir fahren mit unserem Bugatti Chiron Sport. Wir nehmen euch auf unsere gesamte Vorbereitung mit Our Road to Gumball. Let's go! Den Bugatti hier habt ihr mitverfolgt, wie wir vor 4 Monaten gekauft haben. Tatsächlich haben wir das Auto bis heute noch keinen Meter bewegt, wirklich. Also wir waren noch nie auf der Straße mit dem Auto. Und jetzt geht es darum, das Auto kennenzulernen. Ich weiß ja noch gar nicht, wie der Wagen fährt. Ich habe ihn ja auch wirklich blind gekauft. Das heißt, ich bin nie einen Meter damit gefahren, als ich die Unsumme für das Auto bezahlt habe. Das ging wirklich auf Vertrauensbasis. Starten tut er schon mal. Das ist gut. Blinker links geht, Blinker rechts geht. Da fährt ein schöner Lotus an uns vorbei. Cool. Der Gumball 3000 ist im Prinzip die bekloppteste und verrückteste Autorallye der Welt. Es kommen weltweit wirklich die absoluten High-Network-Individuals, also die reichesten der Reichen, um mit ihren Autos einmal quer über den Kontinent zu fahren. Früher wurde der Gumball nur in Europa gefahren. Mittlerweile gibt es auch Ableger in den USA und in den Emiraten. Aber das Original ist immer noch die Europa-Tour und da nehmen wir dieses Jahr teil. Also mehr geht nicht. Also Lewis Hamilton fährt Gumball. Dieses Jahr soll wohl Usain Bolt mitfahren. Ne, der schnellste Mann der Welt. Und siehe da, wir haben ein Ticket für den Gumball und wir kommen mit eines der teuersten Autos im Feld an. Also ein Traum geht in Erfüllung. Das wird der Wahnsinn dieses Jahr. Also es nehmen 120 Teams aus aller Welt teil. Ne? Es beginnt in Schottland, in Edinburgh, geht dann runter nach London. Von London fahren wir nach Amsterdam, von Amsterdam über Deutschland, glaube ich. Ich glaube, wir machen sogar Halt auf dem Hockenheimring, habe ich gehört. Über die Alpen nach Venedig. Von Venedig geht es dann weiter nach Ungarn und wir enden in Porto, Montenegro. Wenn du durch Europa fährst, 3000 Kilometer mit dem Bugatti, hast du dann nicht Angst ums Auto? Ja, klar. Klar, wir bewegen 4 Millionen Euro. Natürlich ist das Auto Vollkasko versichert, ne? Also der gesamte Wagenwert ist versichert. Die Versicherung ist ja auch sündhaft teuer. Und wir haben eine Selbstbeteiligung bei der Versicherung von 150.000 Euro. Das heißt, die ersten 150.000 gehen immer auf uns. Das heißt, da fährt auch schon wahnsinnig viel Risiko mit. So, und das ist unser Wagen, ne? Bugatti Chiron Sport. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Wir haben hier zwei verschiedene Schwarztöne. Ne? Hinten ist das ein satteres Schwarz und hier vorne ist das Schwarz etwas heller, etwas weicher, würde ich sagen. Ne? Dann sind die Anbauteile diesmal bei unserem Bugatti alle in Chrom. Ne? Hier auch die Felgen, Chromfarben. Bei unserem weißen Bugatti waren sie damals schwarz. Ja? Das sind übrigens die größten Bremsen, die jemals auf einem Serienfahrzeug verbaut wurden. Nur so kleine Info am Rande. Ja, ansonsten, unser Kennzeichen finde ich ganz cool. Da haben wir uns ein kleines Spielchen erlaubt. HP steht für unseren Ort. Wir sind in Viernheim und Viernheim gehört zu Heppenheim, Kreis Bergstraße, also HP Heppenheim. Das andere HP steht für Horsepower und die 1500 für die 1500 PS. Also Horsepower 1500 und die Verbundenheit zur Region. Also mehr geht nicht, oder? Gerade wenn man international antritt. Ja, ansonsten hier vorne. Viel in Schwarz-Chrom. Ne? Unser Hufeisen, das bekannte Bugatti-Hufeisen. Ja, so viel zum Auto. Ne? Hier siehst du es, Chiron Sport. Was ich so schön finde, ist auch hier hinten. Ne? Du hast hier ein W16, was im Prinzip zwei V8-Motoren sind. Hier steht das W16, da hast du 1500, dass du auch ja nicht vergisst, wie viel PS dein Auto hat. Und der Hintern mit den 6 Auspuffrohren. Ne? Wir haben 6 Auspuffrohre, nicht 4. Man sieht hier 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Dann hat man nochmal versteckt. Ein Auspuffrohr hier, ein Auspuffrohr hier. So, gut. Dann würde ich sagen, was wir auf jeden Fall heute noch auf der Kennenlernfahrt ausprobieren müssen, ist beschleunigen. Ne? Mal raus beschleunigen, gucken, ob beim Beschleunigen alles funktioniert. Warum ist mein Spiegel verstellt? So, auch beim Rausbeschleunigen einmal gucken, funktioniert alles. Funktioniert auch unser Airbrake hinten, ne? Also stellt sich der Heckspoiler auf beim Bremsen. Auch im Autobahnmodus gehen wir dann auch tief runter. Funktioniert das Luftfahrwerk und wie ist das allgemeine Verhalten? Ist mit dem Getriebe alles okay?
Wir werden heute nicht rasen, aber mal beschleunigen und gucken, was da so passiert. Ich bin immer der Meinung, Autos müssen auch geteilt werden. Ich bin nicht der Typ, der die Autos versteckt, sondern das Ganze dann auch mit der Region teilen, mit den Menschen teilen, die Autos präsentieren. André, sag mal, du fährst besitzt. Ich bin total sprachlos, ich kann wirklich nichts mehr sagen und ich danke dir wirklich, wirklich von ganzem Herzen. Wirklich von ganzem Herzen. Vielen Dank. Ich habe ja mal in einem anderen Video gesagt, manche Leute hängen sich das Geld an die Wand, ich klebe es lieber auf die Straße und dazu stehe ich. Kosten Gumball sind relativ hoch. Ich darf nicht alles ausplaudern, aber ich sag mal, das Startticket mit den Hotels und dann auch die Kosten fürs Supportcar, die Kosten für die Woche und auch der Verschleiß plus die Wertminderung, weil ja die Kilometer draufkommen. Also ich schätze mal, wir liegen für die Woche bei 250 bis 300.000 Euro. So, jetzt fahren wir noch mal ein kleines Stück Autobahn. Wir haben jetzt ziemlich genau 99 km/h und ich gebe mal Gas. Boah. Ich habe jetzt, hast du es gerade gemerkt? Ich habe zu viel Gas gegeben, also im Sinne von, ich habe das Gaspedal bei 100 km/h wahrscheinlich auf die Hälfte durchgedrückt und schon sind die Räder durchgedreht. Boah. Das ist der Wahnsinn. Noch ein Versuch, 100 km/h, ich drücke weniger und wir heben ab. Und jetzt auf die Bremse hinten gucken. Ich trete mal fest drauf. Nee, das provoziert die Bremse noch nicht. Also die Bremsen funktionieren, aber ich will den Spoiler sehen, ob der ausfährt. Ausgefahren ist er ja schon. Nein, da lässt sich das Auto nicht locken. Na, keine Chance. Da sind wir zu langsam unterwegs. Aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Wir sind jetzt 160, 170 gefahren. Hier war unbegrenzt erlaubt, aber jetzt nehmen wir auch die Ausfahrt. Bald ist ja Gumball, ne? Also vom 10. bis 17. Juni fahren wir ja beim Gumball mit. Das wird ja die Erfahrung meines Lebens. Ich nehme an, wir werden eines der teuersten Fahrzeuge im Feld haben. Die Aufregung ist groß, die Ehrfurcht aber auch. Man muss sich ja überlegen, ne? Man bewegt ja einen riesigen Warenwert, in dem Fall 4 Millionen Euro. Und das muss man ja auch wieder heil ins Ziel bringen. Riesenverantwortung, wir bewegen ein sündhaft teures Auto. Ich glaube gerade auch, wenn man dann mit so einem Auto ans Startfeld geht, wird das ja auch die anderen Fahrer reizen, einen zu locken. Und da muss man dann auch wirklich aufpassen, ne? Nicht Grenzen zu überschreiten, Tempolimits einzuhalten. Und auch keine Dummheiten mit dem Auto anzustellen. So was geht ja schneller als gedacht. Und ja, das wird eine riesen Herausforderung. Ich kann es immer noch nicht glauben. Der kleine Junge von damals, der den Gumball nur aus dem Fernsehen kannte und gedacht hat, das werde ich nie mitmachen dürfen. Nun darf ich es probieren und ihr seid dabei. Ich würde sagen, das war unsere Kennenlernfahrt mit dem Bugatti. Eure Fragen, wenn ihr Fragen habt, um den Gumball, zum Gumball, zu diesem Auto, zu uns, einfach alles in die Kommentare rein. Entweder werden wir es in den Kommentaren beantworten oder wir machen mal ein Q&A und nehmen alle eure Fragen auf unserem Road to Gumball, wie wir es so gerne nennen oder nennen wollen. Oder habt ihr einen besseren Namen? Dann sind wir auch offen für Namensvorschläge. Also Leute, auf unserem noch jungen Channel wird es nicht nur um den Gumball gehen. Wir werden auch noch viele andere Videos zu vielen anderen Hypercars machen. Unser Autohaus-Alltag mit allen Verrücktheiten, die dazugehören. Aber dann auch die ganze Serie Our Road to Gumball plus dann auch die ganze Woche Gumball soll festgehalten werden. Wenn ihr uns da begleiten wollt, freuen wir uns sehr, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ein Like da lasst, uns abonniert. Und ja, wir freuen uns auf eine geile Zeit mit euch.